mit Produkten aus der Region für die Region. Herzlich willkommen bei Janet Kocht. Ich hoffe, Sie sind gestern gut gerutscht und haben das neue Jahr gefreut angefangen. Auf alle Fälle wünsche ich Ihnen ein gesundes und gutes neues Jahr. Nach diesen üppigen Festtagen habe ich allerdings wieder Lust auf einfachere Menü. Ich zeige Ihnen heute Gemüseweihe mit Austernpilz. Der Austernpilz, man sagt ihm auch Pleurotus, ist ein saftiger, aromatischer und bissfester Pilz. Er ist sehr ähnlich wie Kalbfleisch und man kann ihn gut braten. Der Alex Lussi von der Gotthard Biopilzinstanz steht, hat seine Pilzleidenschaft vom Vater übernommen und sich im Ausland ausbilden lassen. Seit letztem Jahr gibt es seine Firma und seither liefert er täglich frische Migros. Für eine Weihe brauche ich 200 Gramm Bio-Austernpilz. Den Knollensauri gibt es vom Roland Moser aus Obfelden. Die frischen Freilandeier liefert Patrick Wandeler von Gunsbaum. Schafmilchjoghurt produziere Petra und Franz Schäuber von der Fleckenkäse in Beromeuster. Zwiebeln wächst beim Roland Steime in Walterswil. Und dann brauche ich noch einen fixfertigen Kuchenteig, Bratanken, Salz und Pfeffer. Die Austernpilze schneide ich in Streifen. Die Zwiebeln habe ich geschält und schneide es grob. Den Sellerie habe ich gerüstet, aus dem mache ich kleine Würfel. In der Pfanne brate ich mit dem Anken zuerst Zwiebeln an, dann gebe ich die Pilze und den Sellerie dazu. Das alles tue ich jetzt gut braten. Dann kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und auf die Seite stellen. In einer Schüssel verklopfe ich zwei Eier und einen Becher Schafsmilchjoghurt miteinander. Den Kuchenteig habe ich in die Form gelegt, da stiche ich jetzt gerade ein paar Mal rein. Die Gemüsemischung hat etwas abgekühlt. Das verteile ich jetzt gleichmässig auf dem Kuchenteig. Hier gebe ich jetzt den Guss drüber und dann geht das etwa für 40 Minuten in 200 Grad heissen Backofen. Wenn es fertig ist, ein bisschen Pfeffer drüber und mit einem feinen Nüssli Salat servieren. Und dann noch etwas. Es gibt immer noch Leute, die sagen, sie hätten Schafskäse nicht gern. Probieren Sie es doch aus. Es lohnt sich. Zum Beispiel den feinen Käsesalat. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Janet kocht. Mit Produkten aus der Region für die Region.